Die Wurzer Logistik GmbH sammelt in umliegenden Landkreisen im Auftrag der dualen Systeme die gebrauchten Leichtverpackungen, besser bekannt als gelber Sack. Kurz nach Sonnenaufgang macht sich die Wurzerflotte auf den Weg zu den Einsammelgebieten, die sich rund um den Standort in Eiting befinden. In Stadtgebieten wie hier in Erding werden am frühen Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen die gelben Säcke abgeholt. Rechtzeitig, bevor die Innenstadt belebt ist und die Geschäfte mit Ware beliefert werden. 5.000 bis 6.000 Säcke schluckt ein Müllfahrzeug, bis die maximale Befüllung erreicht ist. Das entspricht 6.000 bis 7.000 Kilogramm Leichtverpackungsmaterial, genannt LVP, das pro Fahrzeug und Tag gesammelt wird. Im Anschluss werden die gelben Säcke bei der Wurzer Wertstoff GmbH Fachbetrieb für Abfallsortierung und Recycling angeliefert, ebenfalls eine Firma der Wurzer Umweltgruppe. Für die gesammelten gelben Säcke geht es jetzt erst richtig rund. In einer der modernsten Sortieranlagen Deutschlands wird der Inhalt in die verschiedensten Wertstoffe sortiert und der Wiederverwertung zugeführt. Somit schließt sich der Wertstoffkreis bei der Wurzer Umweltgruppe. Sammeln, transportieren, sortieren und verwerten.